So, und willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent. Wir waren gerade dabei, die Maschine für den Aufzug zum Laufen kriegen. Wir haben bisher noch nicht rausgefunden, was wir hier machen müssen, außer dass wir hier Stäbe reinstecken können. Die Strömungskreislaufstäbe. Und wir haben hier eine Notiz. Halt, was stand da? Finde heraus, wie man den Motor startet. Okay. Jetzt sind wir ja gerade dabei. Notiz. Anleitung. Vier Phasen. Trinity. Trinity ist irgendwas 3. Vier Phasen. Vier. Kreis. Dreieck. Viereck. Kreis. Dreieck, Viereck, Kreis. Okay. Stecke ich das jetzt einfach mal hier rein? Ich weiß nicht. Steht da sonst noch hier? Und die Hebel. Die Hebel müssen wir auch noch folgendermaßen eingestellt ist. Alle Stäbe eingeschoben. So, dann fehlen uns jetzt noch zwei Stäbe, so wie ich es sehe. Und die Idee, wie man die Hebel einstellt, fehlt uns natürlich auch noch. Aber es gibt ja noch einen Raum, den wir noch nicht besucht haben und in den ich eigentlich auch ungern rein will, so wie in jeden Raum eigentlich. Aber wir kommen scheinbar nicht drin rum. So, hier ist Druck. Und den müssen wir jetzt laut Notiz auf hoch 8 und hoch runter einstellen. Ich habe allerdings keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich meine, wir haben hier Zahlen drauf, aber keine 8, sondern zweimal die 3. Da unten haben wir zweimal die 2. Da ist noch eine 2. 1, 1, 5, 5, 5. Ich weiß es nicht, was das zu bedeuten haben könnte. Ja, vielleicht wird es uns klar, wenn wir den Lagerraum aufsuchen. Gehen wir zurück in die Hinterhalle. Sir William Smith war markiert worden. Er konnte nicht wissen, dass dieser junge Mann, den er vor Tagen getroffen hat, einen solch schrecklichen Schatten warf. Der arme Mr. Smith. So, da ist der Aufzug. Da müssen wir hier lang. Lagerraum war da hinten, sonst gibt's auch nichts mehr. Studierzimmer, Gästezimmer und da kommen wir her, okay. Und dann ist das wohl jetzt noch die einzige Möglichkeit, zu der wir irgendwie hinlaufen könnten. Lagerraum. Professor Tyler war der Zweite, für dessen Tod er aufgrund seiner Neugier verantwortlich war. Also wir eigentlich, oder? Ach du Kacke, ist es da dunkel. Da mal ein Licht an, ey. Okay. Die Dunkelheit im Lagerraum ist merkwürdig und oh nein! Das ist ein Memento, das man nicht haben will. Zum Glück haben wir ja so viele Zunderbuchsen aufgehoben. Ich habe Angst, wahrscheinlich ist da irgendwas in den Schatten, was mich tötet, wenn ich da ist Blut. Das sind Zunderbuchsen. Da ist ein Teil. Wow. Wow. Nein, lass mich in Ruhe. Nein! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe! Nein! Nein, 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 nein. Geh da raus. Oh Gott.
weiß schon, warum ich da nicht runter wollte. Oh, Kacke. So, eigentlich hat es ja irgendwann mal am Anfang des Spiels gehießen, dass man sich in der Dunkelheit verstecken soll, als sich die Monster dann schwer tun einzufinden. Hoffentlich steht jetzt nicht direkt vor der Türe. Ach du Kacke. So, ganz langsam vorwärts. Ganz langsam. Vorwärts und vorwärts. Oh mein Gott. Da geht's runter, da will ich aber nicht runter. Please let me go. I won't tell anyone. I swear. I just want to go home. No! Get away from me! Leave me alone! Was zur Hölle ist hier passiert? Da ist Blutspuren und wir laufen jetzt geradewegs in die Blutspuren rein. Was mir beim besten Willen nicht so ganz geil gefällt. So, machen wir das Licht noch an. Es lässt sich nicht bewegen. Okay, wie viel Lampenöl haben wir noch? Nicht mehr viele, das ist nicht gut. So, okay, hier ist versperrt. Einsturztrümmer verhindern ein weiteres Durchkommen im Lagerraum. Finde einen Weg, um hindurchzukommen. So, Maschinenteile. Das ist wahrscheinlich genau da, wo wir die letzten beiden Stäbe finden werden. Ich muss nur durch diese Tür hier durch. Und da ist auch ein blutiger Handabdruck, der mir gar nicht gefällt. Okay. Ich habe Angst, wieder in diesen Raum da reinzugehen. Aber wir waren ja noch nicht fertig mit der... Diese Geräusche gefallen mir gar nicht. Aber da scheint es auch echt nichts mehr zu geben, so wie das ausschaut. Und auch hier noch eine Zunderbuchse. Ansonsten war es das hier wirklich, glaube ich. Wie der uns einfach instant gesehen hat hier, dieser Drecksack. So, Dunkelheit bleibt da drin. Ich will da ehrlich gesagt gar nicht so wirklich runter. Instrumente. Ausrüstung. Oh, ganz langsam vorwärts. Ist das... So, machen wir hier mal die Kerze an. Wow. Wieso haue ich mir die Türen eigentlich immer ins Gesicht? So, was haben wir hier? Erstmal eine Kerze, eine Zunderbuchse und eine Notiz bezüglich explosiver Mischung. Alexander, ich habe den Sprengstoff vorbereitet, den du für den Ablasskanal brauchst. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, mit der Mischung vorsichtig umzugehen. Bitte versuch das auch, deinem leichtsinnigen Lakaien beizubringen, bevor du deine Pläne in die Tat umsetzt. Die Flüssigkeit selbst sind nicht explosiv und sollten voneinander getrennt aufbewahrt werden, um weitere Unglücke zu vermeiden. Im Raum nebenan habe ich zwei große Fässer dafür vorbereitet. Alles, was du tun musst, ist, die Flüssigkeiten zu mischen. Ja, Creeper. Okay, also es scheint so, als würde er von uns reden, wenn es heißt, Lakaien. So, da ist noch eine Kerze. So, wo muss
muss ich denn jetzt lang? Mach ich hier die Kerze noch an? Da ist noch eine Türe, die offen ist. Hier ist aber nur eine Zunderbox und Holzbretter. Was wollen wir denn mit Holzbrettern? Na, zum Glück finden wir haufenweise Zunderboxen. So, da ist wahrscheinlich auch noch mal eine drin. Ja, sehr schön. Gleich alles drei, was wir gebrauchen können. Laut Darnung haben wir 4 Stück. Das ist schon mal gut, wenn wir die aufheben können. So, dann waren wir hier auch drin. Dann geht's da vorne noch in eine Tür rein. Auch wenn ich da nicht wirklich rein war. So, wir haben hier schon ein Licht an. Was mich ehrlich gesagt ziemlich beunruhigt. Was zur Hölle? Einige Gegenstände können den Bestand. Ja, okay, wir müssen einen Bohrer zusammenbauen, mit dem wir wahrscheinlich dann die verschlossene Tür öffnen müssen. So. Bleibt uns nur noch übrig, da hinten hinzugehen. Was ist das? Das Ventil ist zugerostet. Oder wir müssen das hier aufbohren. Kann natürlich auch sein. So, da ist noch... Ah, da ist das andere. Primär. Ventil ist zugerostet. Okay, ich habe schon eine Ahnung, wo das hinführen wird. Und zwar müssen wir die Ventile aufbohren. Oben. Und dann letztendlich an dieses explosive Gemisch ranzukommen. Mit dem wir dann hoffentlich die Tür aufsprengen können oder sowas in die Richtung wird sein. Teil eines Bohrers. Ja, sehr schön. Wir haben aber noch kein Gefäß. Wir dann noch ein Gefäß dafür? Doch, wir haben hier ein Gefäß. Chemietopf. Und das gefällt mir. So, dann nehmen wir doch gleich mal den Bohrer zur Hand. Jetzt machen wir mal die Kerze an, dass wir was sehen während der Arbeit. Dann kann die Lampe ausbleiben, die ist eh fast leer. So. Teilweise aufgefüllter Topf. Eigentlich finde ich das ja ziemlich uncool, wenn ich hier irgendwelche explosiven Sachen in einem Raum beide aufbohre und das ganze Ding dann eventuell hochgehen könnte, aber okay. So, bauen wir dann noch ein Löchlein rein. Creepers Explosivstoff. Das Geräusch gefällt mir jetzt gar nicht, zum Beispiel. Und ich habe auch ehrlich gesagt jetzt Angst zurückzugehen. Weil ich so meine Befürchtung habe. Aber okay. So, hoffentlich steht da jetzt oben nichts Böses. Nein, sehr gut. So, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich hier lang. Und die Tür aufsprengen. Ne, von da kommen wir her, dann müssen wir da lang. Ach du Kacke. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn ich die Tür aufsprenge, ich so ein paar böse Monster anlocken werde. Und darauf habe ich nicht so wirklich Lust. Oder muss ich die Tür? Es lässt sich nicht bewegen. Ich glaube, ich nehme einfach mal die Türe. Der Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Und dann halt doch da unten. Ach du Kacke. Mach Bumm.
Hallo? Ja, wie führe ich denn die Sprengung durch? Wahrscheinlich muss ich einfach nur ein bisschen weglaufen hier. Oder? Ich weiß es nicht. Wie führe ich die Sprengung durch? Ich bin mir gänzlich unsicher, wie ich denn jetzt hier irgendwas sprengen soll. Hier ist aber auch nichts mehr. Vielleicht muss ich es umwerfen. Hat scheinbar niemand gehört. Die ist immer noch zu. Okay, da haben wir jetzt ein schönes Loch in die Halle gesprengt. So, gibt's hier eine Kerze? Jawohl. Okay. Müssen wir mal ein bisschen Lampenöl wieder auffüllen. Das ist so ein bisschen Mangelware. Von mir aus könnte ich ruhig mehr Lampenöl finden, dafür ein paar weniger Zunderbuchsen. Aber scheinbar gönnt uns das Spiel das nicht. So, da müssen wir wohl hier mal weiter. Oh, nicht schon wieder. Ist hier passiert? Nahrungsvorrat. Und da ist eine Fliege. Und da sind Gammelschweine oder was? Schön, dass da der Abdruck auf dem Tisch ist. Da nicht, okay. Da ist eine Zunderbuchse. Okay. Aber was ist das? Ich will es eigentlich... Nein, ich will es nicht wissen, glaube ich. So, glasklarer Verstand. Das ist schon mal sehr schön. Da ist noch eine Zunderbuchse. Wir meinen diese Tür. Wow. Wow, 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 wow. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ah, da ist Öl. Ach du Kacke. Hoffentlich sieht er mich nicht. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Bitte. Geh weg. Wenn er mich hier sieht, bin ich am Arsch. Sieht er mich? Sieht er mich? Nein. Puh. Oh Gott. Nein! Ich war zu laut, glaube ich. Ich war zu laut. Bitte, bitte. Kann man die Lampe ausmachen? Scheiße. Oh Gott. Zum Glück ist dieses Vieh blind und blöd. Es läuft aber immer noch darum. Ach du Kacke. Wenn ich mich langsam bewege. Wenn ich wenigstens wüsste, wo es wäre. Oh Gott. Muss ich mich da rausschleichen oder was? Wieso bin ich jetzt hier raus? Oh mein Gott. Oh, dann mache ich an dieser Stelle jetzt mal Schluss. Unmittelbar nach der Flucht vor diesem Monster.
das scheinbar irgendwie verschollen ist. Und wir werden das Monster in der nächsten Folge weiter suchen. Ich glaube, suchen ist ganz gut. Wenn ich weiß, wo es ist, weiß ich, wo es nicht ist. Nee, Quatsch. Irgendwie egal. Wir gucken einfach in der nächsten Folge weiter. Ja. Bis denn. Tschüss.